Jesus sagt, ich habe mit Claires Schwächen nicht übertrieben. 14. März 2018, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, ich glaube an dich, Claire. Auch wenn du dich selbst herunterdrückst, richte ich dich auf. Ich sage dir dies, weil ich möchte, dass du großes Vertrauen hast in das, was du für mich tust. Denn wahrlich, mein Geist ist lebendig und wohl in dir. Du kannst es nur nicht sehen oder verstehen, doch für den Einfachen und Kindlichen ist es ersichtlich. Und unsere Episoden nähren sie wie Milch und Honig. Und dies ist, worum es eigentlich geht. Man muss weit unter die Oberfläche eintauchen, um die Verbindung sehen und fühlen zu können. Wie traurig es ist, dass du von der christlichen Gemeinschaft abgelehnt wirst und fälschlicherweise mit allerlei Dingen beschuldigt und verleumdet wirst. Das ist so tragisch für mich, dass so viel Güte von mir durch dich fließt und doch wollen sie nicht davon trinken. Meine Herzbewohner, es ist notwendig für euch alle, dass ihr versteht, dass dieser Dialog zwischen Claire und mir ein Geschenk an euch ist, mehr als alles andere. Es ist nicht ihr Geschenk, es ist mein Geschenk, das mit euch geteilt wird, damit ihr mir folgen und in dieselbe tiefe und zärtliche Beziehung eintreten könnt. Sie ist lediglich ein Gefäß und ein ziemlich gebrochenes Gefäß noch dazu. Und jede ihrer Narben ist eine Möglichkeit für euch, meine Barmherzigkeit in eurem eigenen Leben zu erleben. Ich habe sie gewählt, weil sie in so vielen verschiedenen Aspekten schwach ist, dass es schon fast alles abdeckt, womit ihr alle kämpft. Sie ist weniger hell als ihr. Sie ist zwanghafter als die meisten von euch. Sie ist ungeduldig und unbeständig, ganz einfach abzulenken. Und sie ist nicht imstande, groß zu fasten oder sich selbst zu verleugnen. Sie driftet konstant in ihre Liebesaffäre mit der Welt hinein und wieder heraus. Blumen und so weiter. Aber sie bietet mir die perfekte Möglichkeit, um mit euch über eure Fehler zu sprechen und dass ihr versteht, dass ich für euch bin, mit meinem ganzen Herzen. Viele von euch sind viel intelligenter, disziplinierter, engagierter, fokussierter und zuverlässiger. Ich könnte noch lange weiterfahren, aber ich habe die Törichten dieser Welt jenen vorgezogen, die als so fähig und sehr klug angesehen werden. Ja genau, wie es geschrieben steht, die Torheit Gottes ist klüger als die menschliche Weisheit und die Schwäche Gottes ist stärker als die menschliche Stärke. Brüder und Schwestern, erinnert euch an das, was ihr wart, als ihr gerufen wurdet. Nicht viele von euch waren klug nach menschlichem Maßstab. Nicht viele waren einflussreich, nicht viele waren edler Abstammung. Doch Gott wählte die törichten Dinge der Welt, um die Klugen zu beschämen. Gott wählte die schwachen Dinge der Welt, um die Starken zu beschämen. Gott wählte die bescheidenen und verachteten Dinge der Welt und die Dinge, die nicht sind, um die Dinge zunichte zu machen, damit niemand vor ihm prahlen kann. Wegen ihm seid ihr in Jesus Christus, der für uns zur Weisheit Gottes wurde, unsere Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. 1. Korinther 1, 26 bis 30. Was ich euch allen damit sagen will, ist, dass ihr auf nichts eifersüchtig sein müsst bei dieser Dienerin. Sie hat mehr Fehler als ihr alle zusammen. Und ich sage dies als Herr alles Fleisches und als Urheber des Lebens. Ich verspreche euch, dies ist keine Übertreibung.
Nun, was ist so anders an Claire? Eigentlich nichts. Sie ist ziemlich gewöhnlich und das ist, was sie zum perfekten Beispiel macht für euch alle. Was mit mir möglich ist. Übergebt mir euer Leben und ich werde wundervolle Dinge vollbringen mit euch. Schenkt mir euer Leben und ich werde durch euch leben. Übergebt mir eure Mängel und Fehler und ich werde durch sie arbeiten, um meine Herrlichkeit leuchten zu lassen. Jedes von euch hat mehr Potenzial als sie und das ist ein weiterer Grund, warum ich sie gewählt habe. Als sie New Age studierte, haben sie die Dämonen übergangen, dass sie jemanden wollten, der talentierter ist. Sie war weder qualifiziert noch gut genug für mehr, als ich euch sagen kann. Aber sie war qualifiziert. Aus meiner Sicht, dass sie über allem anderen die Wahrheit suchte und sie war bereit, sich mit ihren glanzlosen Qualifikationen zu arrangieren. Sie wusste, dass meine Liebe alles war, was für sie zählte, und der Rest war irrelevant. Bis zu diesem Tag lassen sie ihre Kämpfe stolpern, aber ich richte sie auf. Weil sie sich nicht auf sich selbst verlässt. Sie verlässt sich auf mich, es zu tun. Ja, sie gibt sich Mühe, aber ich muss ihr die restlichen 90% entgegenkommen. Andernfalls wird nichts erledigt. Ich warte auf den Rest von euch, ihr Lieben. Wann werdet ihr aufhören, jemand sein zu wollen und euer Nichts mir übergeben? Damit ich mit euch tun kann, was ich will. Ich liebe gebrochene Stifte. Ein großer Künstler kann erstaunliche Dinge tun mit einem kleinen Stift. Und das ist, wie ich viele von euch sehe, gebrochene Stifte, abgenutzte Radiergummis, ziemlich kurz und extrem schwierig, sie zu halten und damit zu zeichnen. Aber ich werde euch überraschen, was ich tun kann, sobald ihr mir komplett übergeben seid. Also bitte, stellt diese Frau nicht auf ein Podest. Seht sie als eine ganz gewöhnliche Seele, die häufig in eine Grube fällt und von meiner Liebe herausgezogen werden muss. Sie hat euch nichts anzubieten, außer ihre Fehler und Versagen und einen Einblick in meine Barmherzigkeit. Und was ich mit den bescheidensten Gefäßen erreichen kann. Ich verspreche euch, dass ich mit Claires Schwächen nicht übertrieben habe. Ich war unverblümt ehrlich und sie weiß es. Und ich sage es, wie es ist, da es in diesem Kanal nicht um das Bejubeln einer großen Prophetin geht. Bei diesem Kanal geht es um die Macht meiner Gnade und Liebe im Leben einer sehr kleinen Seele, die ich erwählt habe, um meine Barmherzigkeit zu offenbaren, indem ich mit all euren Fehlschlägen und Mängeln arbeite. Ich hätte sie nicht nutzen können für diese Mission, wenn sie irgendetwas mehr wäre als nichts. Was kann ich also mit jenen tun, die willig sind, gebrochen und umgestaltet zu werden in das, wofür ich sie erschaffen habe? Es ist jenseits eures Verständnisses, dies wissen zu können, Geliebte. Sagen wir einfach, dass ich für jedes von euch wunderbare Dinge auf Lager habe. Eure Augen haben nicht gesehen, noch ist es in eure Träume eingedrungen, was ich mit jenen tun kann, die mich lieben. Und die sich meinem Brechen und meiner Ausbildung unterwerfen werden. Doch ich verspreche euch etwas. Ihr werdet erstaunt sein, wenn ich mit euch fertig bin. Und ihr werdet zerknirscht und gedemütigt sein. Ihr werdet mir ähnlich sein. Kommt, kommt in meine Arme und lasst mich euch in ein Gefäß der Ehre verwandeln. Mein Herz sehnt sich nach euch. Kommt und erfüllt die Bestimmung, die ich für euch allein reserviert habe. Kommt,
Vertraut mir, dass nichts in dieser Welt mich davon abhalten kann, mein Ziel in eurem Leben zu erfüllen. Wollt ihr Heilige sein? Kommt, ich kann dies auch mit euch tun. Doch das Größte von allem ist nicht, was ihr sein werdet, sondern wer ihr seid für mich und wie sehr ich euch mit meiner Liebe und Dankbarkeit durchtränken werde, weil ihr euch mir übergeben habt. Kommt,